Ich habe Räume gefunden. Ich habe tatsächlich irgendwas übersehen hier hinten. Aber hier ist nichts. Fast nichts. Oh, wait. Habe ich gar nicht bekommen. Dabei piepst das doch. Ich versuche jetzt noch irgendwie diesen Abschnitt fertig zu kriegen. So, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber... Ich habe einfach Türen übersehen. Oder Wege, besser gesagt. Es stand da. Vor allem, ich glaube, ich würde bei VR einfach in Real Life anfangen zu rennen. Ich will gegen den Fernseher laufen. Ist es schon wieder da? Nicht da. Es kommt. Ja, wo bin ich? Ich bin unterm Feuerwehrschlauch. In welche Richtung soll ich zuerst? Ist das wichtig? Außer Betrieb. Ja, 5 Stunden dieses Spiel. Ich sag ja, irgendwie bin ich so, ich will weiterspielen, aber irgendwie langsam ist mein Kopf so... Es geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Sollte ich das drücken? Wenn ich das hier drücke, was passiert dann? Ich genug getrunken habe, das ist eine falsche Frage. Ich trinke nie genug Skype. Erst recht nicht, wenn ich streame und in ein Spiel vertieft bin. Habt ihr es knallen hören?
Also wir können ein bisschen abkürzen hier drin. Aber ich gehe von aus, dass Xeni das hört. Cool wäre das, ohne zu sterben hier durchkomme. Oh, hier schon? Kommen wir ein Trink-Command. Prost. Ausrufezeichen Prost. Erinnert mich ans Trinken. Achievement. Also ich bin ja schon, ich glaube, dreimal gestorben, aber nicht durch Xeni, sondern durch Crash-Test-Dummies. Schränke, wer braucht schon Schränke? Ich setze mich einfach in die Ecke und trinke. Es haben jetzt hoffentlich alle mitgetrunken. Hier ist ein Verkabelungsding. Sehe ich gerade auf der Map. Wenn ein Spanner sagt, weg vom Fenster. Map-Erweiterung. Und ich sag halt einfach, wie cool wäre das, das Spiel ohne zu sterben zu schaffen. Oh. Da haben wir noch was vor uns. Weiß ich. Alles gut, Susi. Es gibt ja die Trinkerinnerung, die kommt ja automatisch. Das Prost ist so ein bisschen noch so ein zusätzliches. Wie wär's mit Trinken? Außer Betrieb. Waren wir hier schon? Nee. Oh. Ja. Da geht's nicht weiter. Jetzt müssen wir den Weg zurück und in Raum A29. Sehr gut, Emilia. Trinken ist wichtig. Ich halte mich bisher echt gut, das freut mich. Ich bin halt, ich schleich halt die ganze Zeit. Ich glaube, es gibt Leute, die laufen. Er ist abgehauen.
Die laufen halt normal. Ich bin halt sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Nee, wir wollen das aufmachen, oder? Ach, das ist für die Klotür. Jetzt habe ich das verstanden. Was ist das? Kann hier nicht runter? Das ist schlecht. Man sieht mir den Spaß richtig an. Es ist da. Aber hier kommen wir nicht weiter. Hier ist doch eine Metalltür. Es rumpelt hier ganz schön rum. Die rammelt die Tür auf. Also wir kommen nicht auf die andere Seite, oder? Gleich, Emilia. Also hier rüber. Vielleicht muss ich Neuverkabelung. Muss ich zur Neuverkabelung? Zur Neuverkabelung. Über und hinter mir. Ich kann mich immer null orientieren. Ich muss immer 20 Mal auf die Karte gucken. Oh, hier bin ich falsch. Noch eins weiter. Kann mich das Ding fressen, wenn ich hier dran stehe? Hier was ändern. Luftreinigung. Türzugriff muss aktiv sein, ne? Das hatten wir ja. Kann mich immer töten. Luftreinigung. Ich hätte halt gern diese Türen da drüben freigeschaltet.
Metallgitter, aber das geht, glaube ich, nicht. Okay. Da habe ich vielleicht wieder was übersehen. Im Menü wäre aber irgendwie mega witzig. Was habe ich übersehen? Ich habe mir halt nicht angeguckt. Ich habe mir nicht gemerkt, welche Raumnummern das hier waren, die bei Dr. Morley am... an der Liste standen, an der Tafel. Was könnte ich übersehen haben? War durch alle Räume? Muss ich die Fernseher anmachen? Muss ich diese Fernsehdinger hier benutzen? Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Dieser Betrieb. Schlüsselkarte. Nee, nichts passiert. Es ist langweilig hier. Wenn ich hier benutzen mache, passiert nichts. Ist es die Schlüsselkarte, die mir fehlt? Damit ich da reinkomme. Ja. Und die Schlüsselkarte ist in einem der Patientenräume. Schlüsselkarte im Patientenraum. Da ich ja nicht überall hinkomme, muss das ja hier irgendwo sein.
gleich zugemacht. Das stand da. Ja, der wird auch müde. Ich spiele auch sehr ermüdend. War ich hier noch nicht drin? Entschuldigung. War ich hier noch nicht drin? Im Ernst? Reicht doch schon. Es ist währenddessen passiert. Mann. Dieses Monster. Ich würde gern speichern. Wir gehen jetzt hier raus. Gehen kurz zwischen speichern. Mann, ey. War das Speicherding nicht hier? Nee. Oh. Nein, falsche Taste. Kann mich das jetzt auch fressen? Gott, ey. Ich glaube, die das Spiel schon gespielt haben, die standen, sitzen vor dem PC und flippen aus. Beißen quasi in die Tastatur. Hier los. Immer. Gott. Ich bin ein Mädchen. Darf das. So. Auf Albtraum? Nee. Sketch hat's noch nicht mal selbst gespielt. Sag ja, Schadenfreude ist die schönste Freude. Der Destruktive ist tiefenentspannt. Sehr gut. So muss das. So, wir gehen jetzt zu Dr. Links, rechts. Nein!
Da wird man einmal unaufmerksam. Ich hab das nicht gehört. Aber übrigens, Xeni, liebe Grüße von Susi. Aber Susi ist mittlerweile wieder da. Das Gute ist, ich habe gerade gespeichert in dem Raum. Eigentlich müsste ich jetzt aufhören. Eigentlich wäre das jetzt der richtige Moment. Konzentration ist am Poppes. Ich möchte noch kurz zum Doktor. Aber dann kann ich nicht speichern, oder? Ich kann beim Doktor speichern. Wir gehen zum Doktor und speichern. Xeni, Mensch, mach's doch nicht so spannend. Dann bist du doch komplett raus. Wenn ich's direkt nächstes Jahr weiterspiele. Was dann? Ich speichere nochmal. Das RIP-Emote wieder ready. Aber ich habe 5,5 Stunden Alien Isolation gespielt und bin erst einmal. Schahar-Strähne nervt. Bin erst einmal durch Xeni gestorben. Stolz. Ich muss da lang. Oh, sie steht da. Oh. Notfallüberbrückung. Muss ich das machen? Öffnet das die Türen irgendwie? Sag mal, bist du verbuggt? Hallo? Ne? Jetzt. Wieso? Was tänzelt Xeni denn so vor mir herum? Ja, wir haben Xeni ein bisschen über
überfordert. Ich hatte kurzzeitig überlegt, einfach rauszurennen. Wo war hier speichern? Kurz speichern. So, ich bin 3 Meter gegangen. Das war das Abschiedstänzchen für 2020. Ich guck mal kurz, was er zu sagen hat, aber ich glaube, ich mache dann Schluss tatsächlich. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Okay. Haben wir jetzt den Teil mit Xeni hinter uns gebracht? Oder... Ich guck einfach. Ich werde das Spiel weiterspielen. Dieses Versprechen gebe ich hiermit hoch und heilig. Werde das Spiel weiterspielen. Aber ich mache für heute dann jetzt doch mal Schluss. Ich habe 1 Stunde länger gemacht als gedacht. Ich bin bei fast 6 Stunden. Muss noch in den anderen Raum. Beim nächsten Mal. Ich starte beim nächsten Mal hier bei dem Speicherpunkt und dann machen wir weiter. Vielleicht habt ihr ja Zeit und seid dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Es sind keine 5 Stunden mehr in diesem Jahr. Rutscht gut rein. Und wir sehen uns nächstes Jahr, wenn ihr möchtet. Beim nächsten Mal, Skytch. Ich brauche doch was. Wir haben jetzt gesehen, der Doktor kommt jetzt mit uns. Wird er diese Reise mit uns überleben? Werden wir ihn einfach in die Ecke schubsen und treten, weil er uns nicht gesagt hat, dass Xeni unterwegs ist? Wir haben jetzt so einen richtigen Cliffhanger. Bitte schön, Susi, gern geschehen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gesund rein. Irgendwann nächstes Jahr wird alles wieder besser. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Guter Cliffhanger. Wir sind in einer Daily Soap. Und ich denke, wir haben einen guten Punkt gefunden für die erste Werbung, quasi. Also, bevor ich jetzt noch 3 Stunden rede, danke fürs Dasein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitfiebern und dann wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut!